Kellerschanner. Wir haben ja an Beispielen gesehen in einigen deutschen Großstädten, was passiert, wenn wir Zwangsmaßnahmen einführen. In Frankfurt und auch in anderen Städten, auch in München, sind ja Razzien durchgeführt worden an Orten, wo sich schwule Männer treffen. Das hat bei uns in der Studie sofort dazu geführt, dass die, die anonym zu uns kommen und eigentlich keine Angst zu haben brauchten, nicht mehr in dem Maß gekommen sind. Das heißt, es hat unsere Studie zu einem erheblichen Teil behindert. Wir sind dabei, diesen Schaden wieder zu versuchen auszubügeln. Das geht aber sehr schwer aus unserer Richtung. Diese Zwangsmaßnahmen haben überhaupt keine positive Bedeutung, nicht nur nicht für unsere Studie, sondern sie können nicht dazu beitragen, die Erkrankung einzugrenzen. Wir können nur die Erkrankung eingrenzen, wenn wir darauf bauen, dass jeder verantwortlich ist. Bessere Warnungen nur dann ernst nehmen, wenn gegen die Seuchenherde tatsächlich umgegangen wird. Und der dritte Punkt, das möchte ich doch auch sagen, die Information muss verantwortbar sein. Der von mir schon zitierte Robert Gallo sagte, Promiskuität ist der Motor der Seuche. Und jetzt den Leuten, richtig, und jetzt den Leuten zu sagen, macht nur so weiter. Euer hamsterhaftes an alle Mitarbeiter des Kreisverwaltungsreferats. Ein kleines Kondom zu benutzen, das ist mit Sicherheit Peter Gauweiler. Ich hätte gerne auch mit den Damen und Herren diskutiert, die so vehement gegen mich protestiert haben, ohne mich überhaupt anzuhören. Denn das ist das Besondere an der AIDS-Problematik, die betrifft jeden. AIDS ist insofern keine Frage der Politik, sondern der Biologie. Und wenn man für die homosexuelle Szene ein Verständnis hat, darum geht es doch nicht, sondern es geht darum, dass man klar machen muss, dass dies contra naturam ist, nicht contra deum, sondern auch contra naturum, also naturwidrig und im Grunde in krankhaftes Verhalten hineingeht. Wir müssen endlich wieder den Schutz der vielen in der Bevölkerung als zentrales Ziel im Auge sehen und nicht uns nur darum bewegen, wer am Rand noch besser verstanden werden kann. Dieser Rand muss dünner gemacht werden, er muss ausgedünnt werden. Es muss deutlich werden, dass dies für unsere Jugend keine Zukunftsperspektiven sind. Sollen wir weiter ganz bestimmte Saunaclubs durchführen lassen, in dem massenhafter Analverkehr betrieben wird? Der Sprachgebrauch ist wichtig, ja? Also eben das Risikopersonen oder wenn der Backstein von Todespunkten
ja, das habe ich auch in dem Artikel erwähnt, oder wenn der Kultusminister Zehetmeier sprach von einer Randgruppe, die ausgedünnt werden muss. Also das hat eine Wirkung auf Menschen. Und in persönlichen Gesprächen mit Gauweiler auch, natürlich haben wir das Gespräch, sage ich mal, mit unserem Feind auch gesucht, man muss seine Feinde kennen, hat er zu mir zum Beispiel gesagt, dass eines seiner Ziele durchaus wäre, die schwule Subkultur zu zerschlagen. Und eine der Begründungen, warum Homosexuellen im Maßnahmenkatalog nicht auftauchen, das fand ich auch sehr bemerkenswert, weil er nicht in den Verdacht kommen möchte, eine gewisse Parallelität zum Dritten Reich. Ja? Also er hatte Angst, weil natürlich er wusste, die EZ-Hilfe ist von schwulen Männern gegründet, es gab natürlich auch schwule Gruppen, also zum Beispiel SUB und VSG, es gab eine schwule Infrastruktur. Und der Infrastruktur gab es natürlich nicht in der Drogenszene, gab es nicht in der Prostitutionsszene. Ja? Also er hat schon ein bisschen Angst, dass die Schwulen in ihrer guten Vernetzung sowas skandalisieren würden, was wir auch getan haben, aber nicht so, wo er Angst davor hatte. Er möchte natürlich nicht in diese radikale Ecke gestellt werden. Das Schöne an der ganzen Geschichte allerdings ist auch, dass von Bayern aus eine Bundesratinitiative gab, um den Maßnahmenkatalog bundesweit durchzusetzen und das einzige Bundesland, das dafür gestimmt hat, war Bayern, alle anderen Bundesländer haben es abgelehnt. Und dann die Linie von damaliger Gesundheitsministerin, Frau Professor Südmuth, hat sie Gott sei Dank durchgesetzt. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung und Prävention, Prävention, Prävention und nicht Maßnahmen. Okay. Ihr sagt wieder los. It's sort of appropriate that this is my last major public address here to talk, because I do believe that the future lies with us, in a very deep way. Die Erscheinungen zum Leben erwecken. Aber ich denke doch, Doppelpunkt, die Erscheinungen zum Leben erwecken. Perhaps it is just that we are losing sight of what it really means to be radical. It was a radical act to make a space for ourselves in a hostile heterosexual world. So it is important that we have built cafes and bars right in the central London. But to sit now in those bars and drink our coffee and our continental lagers is maybe not so radical after all. Drüben war Fassbinders erstes Theater. Und er deutete auf zwei Schaufenster, hinter denen jetzt Spielautomaten leuchteten. Da ging die Post ab. Geschrei auf der Bühne, Drogen im Publikum, freie Liebe vor dem Klo. Wie unbelebt München jetzt wieder ist. Der Staat kroch den Menschen buchstäblich unter die Haut. Nicht nur die Landschaft wurde kolonisiert, auch der Körper und das Selbstbild. Und am 22. November 2013 wurde Peter Gauweiler zum stellvertretenden Parteivize gewählt. Sein Comeback wurde gefeiert und über seine frühere AIDS- und Zaubermann-Politik wurde lieber geschwiegen.